glaube ich, nur so als Hinweis, wo ich jetzt als nächstes hin kann. Was ist das denn? Geh mal wieder aus hier. Ich schaue mich lieber noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Geocache. Ich könnte da jetzt natürlich gleich rüber, aber ich will eigentlich noch nach da unten. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt wieder hochkomme, wenn ich da runter gehe. Hier oben kann ich auch noch lang. Hier war doch irgendwo noch einer vorhin, oder irre ich mich? Ganz offensichtlich. Und schau mal hier. So. Den machen wir fest. Da ziehen wir uns da mal hoch. Also grafisch finde ich das Spiel echt große Klasse. Also es macht echt Spaß, das zu spielen. Was ich leider nicht einschalten kann, ist diese Animation für die Haare. Tress FX heißt das, glaube ich. Habe ich schon mal gemacht und dann ist das Spiel relativ stark ruckelig gelaufen. So. Was zur Hölle? Oh, Hilfe! Boah. So, der macht nichts mehr. Einfach darunter pinkeln. Frech, frech. Monsignore, frech, frech. Ah, schau mal, hier ist noch so eine Statue, die wir irgendwie entzünden können. Es wäre natürlich cool, alle zu finden. Da ist noch eine. Ach cool, ey, wo du hier überall lang klettern kannst, was du alles finden kannst. Normalerweise wäre dieser eine Weg, den ich da eben gerade gegangen bin, so der richtige. Da nach drüben kann ich auch, also vermute ich einfach mal, weil da konnte man nach runter rutschen. Nicht, dass ich jetzt sozusagen den richtigen Weg gehe. Doch, kann ich auch. Aber ich will da... Oh, das ist eine echt fiese Sache jetzt gerade, weil ich bin so jemand, der gerne alles und jede Ecke irgendwie erkundet. Und sich dann zu entscheiden, gehen sie mal links oder gehen sie mal rechts. So. Ist dann immer so eine Geschichte. Weil vielleicht bereue ich ja die Entscheidung so ein bisschen. Oh, das klingt wirklich sehr vertrauenserweckend. Schaffe ich es bis nach da drüben? Ich glaube fast nicht, ja. Aber da unten kann ich weiter. Aber warum sollte man hier nach oben hinklettern können? Da irgendwie rüber. Ich habe Angst, also das schaffe ich platzmäßig gar nicht, da jetzt hinzukommen. So, jetzt zählt es. Jetzt muss ich herausfinden, wie man da wieder runterkommt. Fuck, so nicht! Au. So, jetzt haben wir uns ganz schön nass gemacht. Wir sind auf jeden Fall unten angekommen. So war das nicht geplant. Dass es da keine Möglichkeit gibt, das so direkt runterzuspringen. War ich hier nicht schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Kann das sein? Muss mal mich noch so ein bisschen umschauen hier. So, mit dem kann ich den kaputt reißen. Das bringt also nichts. Bin gerade so ein bisschen verwirrt. Da oben ist noch Munition. Nee, doch, hier war ich schon mal. Klar. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang des Levels? Nee. Komm schon. Das will ich nicht. Aber da muss ich rüber. Okay, so weit, so gut. So, den machen wir an. Ich schau gleich mal, ob ich da oben nach oben klettern kann. Hier so einfach. Nee. Das funktioniert wohl nicht. Dann gehe ich jetzt hier wieder rüber. Wir haben ja theoretisch das geschafft, was ich eigentlich wollte. Ich wollte diese Statue entzünden. Jetzt muss ich nur wieder nach da oben irgendwie. Der Regen sieht auch gut aus, wie der so... da so runter...
prasselt, wenn man nach oben guckt. Alles klar, so weit, so gut. Jetzt kommen wir darüber. Jetzt haben wir wieder die Wahl. Die Qual der Wahl. War ich nicht schon beim Flugzeug? Aber ich komme ja nicht mehr runter. Ich kann ja nicht nach unten klettern. Es wurde irgendwie nicht eingebaut, glaube ich. Doch, es wurde eingebaut. Natürlich. Drück halt auf die richtige Taste, Mann. So. Warte, wie war denn das jetzt? Ja! Komm schon, runter, runter, runter. Naja. Mehr oder weniger gut. Ich habe so viele Möglichkeiten. Da muss ich lang, okay. Ich will den anderen Weg auf jeden Fall nochmal testen. Jetzt, wo ich dieses Ding zum Schießen habe. Ich will mir eigentlich nochmal das Wrack angucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon gewesen bin. Aber es gibt ja nun mal die Möglichkeit, da jetzt runter zu segeln. Krass. Hier war ich natürlich noch nicht, ey. So eine lange Rutschpartie, das hätte ich doch irgendwie behalten. Pfeile habe ich auch genug. Oh, neues Gewehr. Na, komm schon. Willst du mich verarschen? Ich will doch hier was zu essen organisieren. Fürchte sie. Vater Matthews wird uns befreien. Was haben wir hier? Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Oder hatten sie ein Alkoholproblem? Man kann sich nicht ganz sicher sein, was damals gewesen ist. Ist überhaupt nichts los. Ah ja, schon mal zwei von drei Teilen. Vielleicht liegt hier sogar noch irgendwo das dritte rum. Da oben vielleicht. Oder hier unten dran. Ich habe im Moment das Gefühl, dass... Ach du Scheiße, was ist das denn? Ein Wildschwein! Bist du aggressiv oder nicht? Mein Essen habe ich schon. Du kannst leben. Nachdem ich das Reh getötet habe und jetzt den Hasen... Muss nicht noch mehr irgendwie. Ich brauche kein ganzes Wildschwein. Ah ja, da haben wir jetzt schön viel Bergungsgut. Schau mal, da unten liegt auch noch was rum. Dann kann ich hier ganz stylisch runterrutschen. Den zweiten Hasen brauche ich auch nicht. Liegt hier hinten noch irgendwas rum? Ich will auf jeden Fall diese ganzen Gewehrteile jetzt finden. Hier oben ist nichts mehr. Die Musik finde ich gerade auch ziemlich passend. Dieses leichte Trommeln, diese leichte Ungewissheit. Ach, schau mal da. Kann ich die abschießen? Warte mal, den muss ich doch irgendwie... Diese leichte Ungewissheit, ob jetzt hier noch irgendwas passiert. Und wenn ja, was hier passiert. So, lass mich mal gucken. Irgendwie... Ach, den kann ich auch anzünden. Wenn ich schon da bin. Ob jetzt hier nicht gleich noch irgendjemand um die Ecke kommt oder so. Wie kann ich die Dinger denn da irgendwie erleuchten? Das geht schon mal nicht. Vielleicht so mit dem Pfeil irgendwie da durchschießen. Ganz skillig. Kannst du den anzünden damit? Nee. Wie bekomme ich den denn da runter? Soll ich da hochklettern? Also so Brandpfeile habe ich ja nur noch nicht. Ah! Fuck.
Ich mag ja solche Rätsel eigentlich. Aber man muss irgendwie auch die Ahnung haben, wie man sie lösen kann. Ich muss eigentlich das Zeug hier mit Feuer anzünden. Die Dinger, aber wie? Ich habe ja keinen Flammenwerfer. Kann ich die vielleicht einfach abschießen? Nein. Oben das Seil. Nein. Ja, dann gibt's da wohl nichts aus der Kiste. Dann schauen wir uns hier weiter um. Da haben wir noch eine Kiste. Wahnsinnig viele Teile. Ach, schau, so kann ich da hin, ne? Das werde ich gleich noch probieren. Also da gebe ich noch nicht auf. Das war es auch nicht. Was leuchtet denn da Feines? Ach, noch eine Geocache. Ihr könnt euch sicher sein, das wird kein 100% Let's Play. Also, nicht weil ich es nicht mag oder nicht wollen würde. Boah! Sehr cool. So. Sondern weil ich glaube, dass ich einfach nicht alles finde. Einmal darauf. Oh! Oh! Fuck. Ja. Nein! Ah, shit. Wie soll das denn gehen? Ich kann da oben dran rumklettern, aber ich kann es nicht kaputt machen. Ich kann mich da auch nicht runterlassen und es anzünden. Also einen Versuch mache ich noch, bevor euch das jetzt hier zu langweilig wird, vermutlich. Ich hätte gern dieses Gewehr. Ich glaube ja nicht, dass man da so Assassin's Creed-mäßig hier rumspringen sollte. So, und einmal dahin. Ich kann da aber auch nichts machen, ne? Den muss ich irgendwie anzünden. Okay. So, kannst du den jetzt anzünden da, bitte? Mm-mm. Geht nicht. Den da unten. Muss ich das vielleicht mit der Seilkanone machen? Wir haben ja noch den Bogen mit dem Seil hinten dran. Schau mal her hier. So, zack. So. Aha. Jetzt eiert er da rum. Okay. Vielleicht geht das ja. Das wird aber platztechnisch gar nicht funktionieren, glaube ich. Dass der da bis nach da hinten schwingt. Oder? So. Na, das war doch. So, einmal in meine Richtung und in die andere Richtung. Ja! Oh, bin ich gut, ey. Verdammt! Na, so habe ich mir das vorgestellt. Richtig gut. Schön, schön. Da war es leider noch nicht drin. In dem nächsten ist das drin. Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich da oben raufkomme. So vielleicht. Und dann. So, komm mal her. Yes. Ich wusste doch, dass das irgendwie geht. Aber diese Mechanik, das ist. Jetzt war das da gar nicht drin. Also diese Mechanik mit dem Seil, da muss ich erstmal drauf kommen. Musste ich erstmal drauf kommen. Dass das so geht. Wir werden da jetzt, glaube ich, runterrutschen. Um nochmal zu sehen, was da unten auf uns wartet. Können wir hier vielleicht noch irgendwie beim Flugzeug nochmal schauen? Du kannst auch die Kanone weglegen. Hier, die Fackel, meinte ich. So. Nö, da ist dann auch nichts mehr. So wäre ich aber auch noch da oben raufgekommen.